Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Freunde von der Christuskirchgemeinde und auch liebe Gäste auf unserer Seite, seien Sie herzlich gegrüßt zu diesem Gründonnerstag und zu unserer kleinen gottesdienstlichen Andacht, die wir zum Gedenken dieses besonderen Festes heute begehen. Der Spruch des Tages steht in Psalm 111. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens. Mit Brot und Wein gibst du uns Anteil am göttlichen Geheimnis deines Lebens, hebst die Trennung auf, die unsere Schuld bewirkt hat, und nimmst uns mit auf deinen Weg, einen Weg der Hingabe und des Leidens zum ewigen Leben. Halte uns fest in deiner Gemeinschaft, dass wir bei dir bleiben, wie du bei uns bleibst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört das Heilige Evangelium bei Johannes im 13. Kapitel. Vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel den Judas, den Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er auf vom Mahl, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, denn wenn ihr Liebe untereinander habt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lasst uns gemeinsam singen und einstimmen in das erste gemeinsame Lied, das wir jetzt gleich singen, die Nummer 223, die Strophen 1 bis 3. 223 im evangelischen Gesangbuch. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für diesen Gründonnerstag steht im Alten Testament im 2. Buch Mose im 12. Kapitel. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel am 10. Tag dieses Monats: Nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit seinen Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren,
die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Heiliger Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist eigentlich eine Erzählung, die voller Schrecknisse steckt. Und es lässt uns wahrscheinlich auch nicht kalt, wenn wir das hören. All die Aufregung, all die Gefahr und all der Schmerz, der in dieser Geschichte mit drin steckt. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja etwas Zweites, was auch mit darin steckt. Und das in all den Schrecknissen, die berichtet sind, das ist das leuchtende Evangelium, was darunter liegt oder dazwischen liegt oder da hineingewoben erscheint. Und das ist das, was uns heute an diesem Abend besonders bewegt. Und hier ist auch die Brücke zu schlagen hin zu Jesus von Nazareth, den wir als den Christus bekennen. Wie können wir diesen Zusammenhang bei den vielfach unklaren Bildwelten, die sich abzeichnen in dieser gerade alttestamentlichen Lesung aus dem Buche Exodus, die eben diesen Exodus, also Auszug aus Ägypten, des versklavten und geplagten Volkes zum Gegenstande haben. Wie können wir diese Verbindung hin, diese Brücke hin, in die Zeit Jesu an diesem Gründonnerstag, da er versammelt war mit seinen Jüngern, schlagen? Ich dachte, mit einem Bild geredet, ich dachte, dass wir uns diese beiden Lesungen vom Auszug aus Ägypten beziehungsweise diesem Passamal und diesen Bestimmungen dazu und von dem Mal Jesu mit seinen Jüngern am Gründonnerstag, dass wir uns dieses am ehesten vorstellen können mit dem Bild einer Amalgamierung. Da ist etwas zusammengeschmolzen, etwas sozusagen untrennbar verwoben, eine Amalgamierung. Malakos heißt das griechische Wort, was da zugrunde liegt. Das bedeutet zunächst mal weich, weich, Malakos. Und dann haben wir dort das verneinende A davor gesetzt, ein Alpha-Privativum, wie man das nennt, und das verkehrt die Aussage. Das heißt, eine Amalgamierung ist eine Unweichmachung. Etwas, das flüssig ist, das wegläuft, das einem durch die Hände ringt, wird plötzlich so, dass man es fassen kann. In dieser Weise, so würde ich dieses Bild gern bemühen, verbinden sich diese beiden Geschichten. Das Passamal im Ursprung als Mal der Schlachtung und des Verzehrs eines Lammes, mit diesem Blutritus auch dabei. Und dann das heilige Abendmahl, eingesetzt im Rahmen eines Passamals. Das ist übrigens die offensichtliche gemeinsame Wurzel. Ich weiß gar nicht, ob der Christenheit das so bewusst geworden ist, im Alltag auch der Feier des heiligen Mahles, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben ein Passamal ist, das Christus mit den Jüngern dort feiert an diesem Donnerstagabend. Und dass im Zusammenhang und im Rahmen dieses Passamales, die Evangelienberichte lassen das ja gar nicht mehr so deutlich erscheinen, eben diese besondere neue, überholende Stiftung Jesu, seiner selbst, für alle Zukunft, zur Vergebung der Sünden, wie er sagt, geschieht. Zu seinem Gedächtnis sollen wir das wiederholen, also zur Vergegenwärtigung. Es wird jedes Mal dann neu. Ich kann das hier nur in Klammern bemerken. Es ist also furchtbar eigentlich, dass uns heute
verwehrt ist, eben dieses Mal zur Vergegenwärtigung des lebendigen Christus zu feiern. Aber das ist eine andere Frage. Wir halten zunächst einmal fest, diese Amalgamierung des alten eingesetzten Passamales und des heiligen Abendmahles, sie gehen eine enge Verbindung ein. Natürlich sind die Elemente und Motive nicht ganz schlüssig ineinander zu deuten, das weiß ich auch. Und es gibt auch zu viel Verschreckendes, als dass wir das eins zu eins durchbuchstabieren könnten. Aber eben die Motivverschmelzung oder die Sinnverschränkung, die können wir uns ein bisschen klar machen an einigen ausgewählten Motiven, wo sozusagen das Ineinanderfließen der beiden Metalle, des Goldes und des Quecksilbers, wenn ich das so sagen darf, noch spurenhaft sichtbar bleiben. Und darüber auch nachsinnen, was das eine mit dem anderen in dieser eigentümlichen Verbindung zu tun haben mag. Von diesen Motiven sehe ich zunächst die Angst oder die Unsicherheit, die Verunsicherung. Die liegt über beiden Malen, ja, über beiden Malfeiern liegt das wie ein Schatten. Das Herzklopfen, dass ich nicht weiß, wie es ausgeht, dass ich nicht weiß, was mit mir wird, wenn wir uns hier zurücksetzen in die Zeiten. Das gilt für die Israeliten dort in diesem Moment des Vakuums, wo die letzte Plage bevorsteht, die sie freigeben wird. Befreit durch eine Plage, das ist schon mal eine Katastrophe eigentlich. Befreit durch eine Plage, damals wie heute, beim Passafest und beim Heiligen Abendmahl, befreit durch eine Plage. Und das erzeugt natürlich Verunsicherung und Angst und Unstetigkeit und Wackelmut und Kleinglauben. In beiden Traditionen ist das noch sichtbar. Was wird werden? Das ist das erste gemeinsame, amalgamierte, zusammengeflossene. Das zweite, noch schreckhafter, es kriegt ja ganz deutlich durch, ist das Lamm, das Opfer, das Blut, das in beiden Geschichten so prominent gegenwärtig ist. Das Blut, das rettet. Und das ist eine besondere Nuance. Das ist wirklich ein Amalgam zwischen beiden Geschichten. Das Blut, das rettet. Das Blut, das des geschlachteten Lammes, das rettet. Dort wird es an die Türpfosten gestrichen, auf das der Würgeengel, eine ganz dunkle, schreckliche Vorstellung, vorbeigehe, weil er sich selbst schrecken lässt vor diesem Blut. Und dann eben das heilige Abendmahl. Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Geheimnis der göttlichen Rettung seiner geliebten Menschheit, ich sage das ganz dezidiert, also du und ich, war nicht billiger zu haben, als das Blut fließt, schrecklich zu sagen. Nicht meins, sondern das des Lammes. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich meiner. Und das Dritte, das ist nun etwas ganz Wunderbares. Die Angst, die Furcht, die da ist, die Unsicherheit, der Kleinglaube, der Zweifel, all diese Dinge. Das schreckliche Geschehen des blutigen Opfers, weil es billiger nicht zu haben war, dass das Heil in die Welt kam. Das bewirkt etwas. Und das ist das Dritte, was auch in beiden Geschichten wie ein gemeinsames Band sehr sichtbar wird. Das bewirkt Freiheit und Zukunft. Oder ist das dasselbe? Freiheit und Zukunft. Heute Abend, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist das dasselbe. Freiheit und Zukunft. Denn ich bin ein Anhänger der Ansicht, dass es, wenn wir von Freiheit reden, auch in unserem Glauben, also im christlichen Sinne, dass es sich nicht um Freiheit von irgendetwas handelt, dass wir sozusagen abstreifen, hinter uns lassen und endlich sozusagen abtun, sondern die Freiheit recht verstanden ist immer eine Freiheit zu etwas, auf etwas hin.
Und das bedeutet für das Volk Israel damals die Zukunft als ein von Gott geliebtes, von Gott geführtes, in die zugesagte Heimat sich aufmachendes Volk, voller Befürchtungen über die Gefahren des Weges und voller Vertrauen, dass es gelingen wird. Frei zu einem Schritt durch das Meer, in die Wüste, ins verheißene Land. Und das ist bei Christus und dem heiligen Abendmahl nicht einen Deut anders. Auch dort ist die Freiheit dasjenige Element, um des Willen Christus uns erlöst durch sein Opfer, durch sein Blut und durch seinen geschundenen Leib, dass wir frei sein von dieser elenden Angst, die uns im Nacken sitzt, von all den vielen Sorgen, die sich auf unsere Schultern legen, bleischwer, und von all den Befürchtungen, die gerade auch in diesen Tagen wieder nach uns greifen. Man mag das Fernsehen gar nicht mehr anschalten, weil dort ein italienisches mit einem spanischen, mit einem italienischen, mit einem spanischen chaotischen Krankenhaus, Friedhof oder dergleichen in unsere Wirklichkeit hineinflimmert. Wir wissen nicht wie. Also gerade diese Zeiten sind so bitter voller Angst. Und Christus spricht, das ist nicht recht. Ihr sollt die Angst überwinden, weil ich sie überwunden habe und ich führe euch im Glauben in die Freiheit. Hindurch durch Angst, hindurch durch mein endgültiges Blutvergießen hin zu eurer Freiheit und eurer Zukunft. Können wir das Recht erfassen? Liebe Schwestern, liebe Brüder, können wir das Recht erfassen? Haben wir das Amalgam im Blick, was da verwoben ist in diesen beiden großen Geschichten, die zu einer werden in der Deutung Jesu, seit sie vor 2000 Jahren eins wurden, unlöslich miteinander verbunden? Wir sind das berufene Volk Gottes, das da sitzt und bangt und hofft, dass er uns errette aus der Knechtschaft, dass er uns helfe in die Freiheit und dass wir zu seinem Ziel kommen. Alles andere, ehrlich gesagt, ist von zweiter und minderer Natur. Das wird sich ergeben. Das ist die Botschaft dieses Tages. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns noch einmal singen vom angefangenen Lied, ein zweites Mal singen, von der 223, die drei verbliebenen Strophen. Das ist übrigens das Tageslied. Thank you.
Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lasst uns Fürbitte halten und beten. Herr unser Gott, wir hoffen auf deinen Frieden. Schenke uns die Liebe Christi und das Vertrauen auf seinen Beistand. Wir rufen dich an, Herr, erhöre uns. Wir beten um ein waches Gewissen, um Bewahrung vor Angst, um ein offenes und ruhiges Herz, um Verständnis für unsere Mitmenschen, um Hilfsbereitschaft und um Mut, für die Wahrheit einzustehen. Wir rufen miteinander, Herr, erhöre uns. Beten wir für unsere Angehörigen und Freunde, hier in Dresden und wo immer sie leben mögen, die Menschen, die wir lieb haben, auf die wir angewiesen sind, für unser Land, für alle Völker in der Welt, dass sich Gerechtigkeit durchsetze und Friede werde, und dass die gesundheitlichen Krisen und Risiken, vor allem in Italien und Spanien, eingedämmt werden können und zu einem guten Ende kommen. Wir rufen miteinander, Herr, erhöre uns. Wir beten für unsere Christuskirchgemeinde und alle Dresdner Gemeinden und unsere Landeskirche, für alle, die zum Dienst berufen sind in dieser Kirche, für die ganze Christenheit, für die Christenheit, die unter Verfolgung leidet, für die Christenheit, die getrennt ist, dass sie eins werde im Glauben. Wir bitten für alle, die heute irgendwo in der Welt doch das heilige Mahl feiern können, das uns versagt ist, dass sie in ihm die Gegenwart Christi erfahren und uns in ihre Fürbitte mit einbeziehen mögen. Wir rufen miteinander, Herr, erhöre uns. Wir beten für die Menschen, die Hunger haben, die krank sind, die verzweifelt sind, für die Menschen, die den Tod vor den Augen haben in den Intensivstationen dieser Welt, dass ihre Hoffnung größer sei als ihre Angst. Dafür bitten wir und rufen gemeinsam, Herr, erhöre uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.